Hallo und willkommen zur nächsten Kollektion von Dr. Fauli im Portal 2 Koop-Modus. Sie heißt Hakuna Matata. Das ist hier natürlich Teil 1, obwohl so natürlich ist das nicht. Wir mussten schon mal irgendwo mit einer 2 anfangen. Sora guckt sich mal schon so ein bisschen in der Gegend um, weil ich ihn noch nicht vorgestellt habe. Hallo, Kumpel. Hallo. Ja, wir haben kein Schild, deshalb guckt er wahrscheinlich. Aber glaubt's uns, es ist die Hakuna Matata 1. Es hat jetzt den Schwierigkeitsgrad Medium-Hard, glaube ich, ne? Ja. Ja. Und eigentlich ist ja Hakuna Matata das Schönste, was uns Disney beigebracht hat. Also keine Sorgen. Aber ich glaube, wir werden hier Sorgen kriegen. Ja. Also eine Ironie im Titel. Wahrscheinlich, ja. Wenn nicht schon fast Sarkasmus. Oh, okay. Ja. Na dann sag mal was. Ich würde sagen, du gehst da rüber. Dann kommst du jetzt hinterher. Okay, das klingt simpel. So, was haben wir denn hier alles? Knopf, Schalter, Knöpfe. Ich sag's jetzt einfach mal. Ich glaube, wir dürfen so ehrlich sein und sagen, dass wir uns beide schon mal an dieser Kammer abgeplagt haben, ne? Was ja jetzt überhaupt nichts zur Sache tut, weil wir werden uns wieder abplagen, aber du meintest doch, du kennst auch schon eine und ich kann dir sagen, es war die, denn wir waren hier auch schon mal irgendwie drin. Ja, mal ganz fair zu sein, das war eine der ersten Portal-Kammern, die wir privat zusammen gespielt haben. Das war wirklich so, ja. Und ja, wir hingen hier tatsächlich, ich glaube, locker eine halbe Stunde drin und haben keinen Fortschritt erzählt. Ja. Oder kaum Fortschritt. Ja, ja. Also das ist wirklich, und ich vergesse sowas auch wieder, insofern ist jetzt echt, ich weiß, dass ich sie kenne, aber da hört's auf mit meinem Wissen. Ich gehe jetzt mal hoch. Aber trotzdem kann man ja mal gucken, was wir hier haben. Wir haben da einen Würfel. Ich glaube, letztes Mal warst du oben, insofern ist das dann auch fast so ein bisschen vertraut. Soll ich unten bleiben? Ja, weiß ich nicht. Wie komm ich denn eigentlich auch wieder runter? Lass mal erstmal gucken, in welche Richtung. Ich meine, das ging. Wäre ja sonst auch blöd, ne? Wenn beide hochgehen und keiner kommt mehr runter, wäre ja blöd. Wenn man nicht mehr runterkommt, dann muss es ja irrelevant sein, was es hier gibt. Also ich kann zum Beispiel hier wieder... Ja, ich kann wieder runter auf jeden Fall. Ja, man musste hier so viele Sachen zusammenfügen. Das war das Problem. Und man kann in so viele Ecken rein. Deshalb, ja. Also du hast schon recht. Erstmal gucken, was es gibt. Vor allen Dingen, was ja immer hilft, oder in 99% der Fälle in Portal hilft, ist rückwärts denken. Dafür muss man natürlich erstmal finden, was man als letztes machen muss, beziehungsweise den Ausgang gefunden haben. Der war da oben. Jetzt bin ich natürlich schon wieder... Der war, glaube ich, hier oben in diesem Raum. Ja, ich bin schon gerade dran vorbeigelaufen. Jetzt bin ich leider so blöd gewesen und wieder hier rausgekommen. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Ach so. Oh, das passt ja. Ach so, das war der Start. Ich bin hab gar nicht gemerkt, dass ich an der anderen Seite wieder rausgekommen bin. Ja, danke schön. Genau. Insofern gehe ich jetzt nochmal hoch. Du kriegst ja die Sachen immer ganz gut durchs kleine Fenster mit. Ja, hier hab einen ist, großen Monitor. Genau, hier ist der Ausgang. Also X brauchen wir für einen Ausgang. Genau, und hoffen wir, dass das X sich nicht noch irgendwie doppelt und dreifach hier zeigt in der Kammer. Ich sehe da einen Mond. Ich sehe hier gar nichts außer einen Punkt. Also ich habe hier einen Punkt und das Dreieck. Ist auch nur eine Fläche, kein Schalter. Uiuiui. Ich laufe mal hier ein bisschen rum und sag Bescheid, wenn ich ein X gefunden habe. Das sieht aus wie ein Custom Ore Gate. Was, du hast einen Punkt gesehen? Zeig nochmal. Ich habe hier einen Punkt, da. Tada. Das ist schon mal der Knopf hier oben. Falls wir uns Herzlichen das merken können. Glückwunsch. Ich wollte ja nur mal schon mal sagen, ich habe ein Symbol zugeordnet. So, eigentlich gibt es ja hier auch nur zwei Richtungen. Das heißt, genau. wenn wir den... Wir müssen aus dem Punkt einen Laser rausfeuern, damit da eine Barriere aufgeht. Ah, okay. Das heißt, dass entweder einer oben stehen muss oder wir brauchen den Würfel dafür. Für den wir eine Lichtbrücke brauchen und der ist Mond. Die Lichtbrücke ist Mond. Ja, warte, ich habe hier gerade nämlich den Laser gefunden. Der wird da unten durch den Würfel aktiviert und dann holen wir den hier durch das Gitter. Ja? Siehst du? Mhm. Ja. Also hattest du aber nicht vorhin irgendwas vom Mond gesagt? Ja, aber da habe ich... Na, warte mal, wo habe ich denn den gesehen? Ich glaube, das war gegenüber. Wenn wir den drücken könntest, kommen wir wahrscheinlich an. Ich habe ihn nur gesehen, er ist da und... Oh, scheiße. Kann ich hinzeigen. Warte. Da. Ah, kannst du es sehen? Ja.
Genau, das ist der Mond. Und wo ist die, kannst du mal drauf gucken, wo ist die Lichtbrücke, die du aktivieren wolltest? Oh, du kommst hoch. Nein, ich wollte es nur besser sehen. Ach so. Das müsste dann da drüben sein. Ah ja. Ja. Okay. Jetzt habe ich bloß nicht mitbekommen, wo da, wo dieses da drüben wieder ist. Da ist der Knopf. Genau. Da ist die Lichtbrücke. Ah, okay. Also verbindet nämlich... sich... Warte. Wir müssen da drüben rein und kommen da rein, wenn... Im Punkt... Ne, warte. Wir kommen da auch so rein. Aber wie kommen wir da rüber? Ich wollte erstmal noch dieses X suchen, verdammt. Das ist mir gerade mal noch so durch den Kopf gegangen. Hier habe ich übrigens auch eine Lichtbrücke. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie sinnvoll rausbekomme. Hier ist Quadrat. Ja, es ist halt so viel verstreut hier in dieser Karte. Wenn du... Kannst du... Warte. wo du das lilane Portal geschossen hast, da bist du ja vorhin runtergekommen. Ja, richtig? Hier gegenüber, hier bin ich. Kommst du auch auf der anderen Seite runter? Weil da könntest du dann eventuell die Lichtbrücke rauslassen. Dann könnte man da in den Raum rein. Selbst wenn du da nicht reinkommst. Vielleicht kannst du ja runterschießen. Nee, ich glaube, wir... Auf der anderen Seite. Da kann ich runterschießen, aber eben... Nee. In der komplett anderen Seite. Da. Genau. Dass ich da reinkomme. Also da kann ich sowieso... Ach doch, die ist nicht vergittert, die Lichtbrücke. Da könnte ich rein. Oder da könnten wir beide rein, falls der andere dann... Hier unten ist vergittert. So. Aber wenn du die hier unten hinschießen kannst, kann ich da rüberlaufen. Wohin schießen? Zeig mal drauf. Oder guck mal hin. Ja gut, da müsste ja wieder der Grill erstmal weg. Und wie ging der... Ach so, mit dem Laser. Ja, nee, vielleicht kannst du sie ja von da oben machen. Deswegen frage ich ja, ob du das kannst. Okay. Ich würde sagen, eher nicht. Ich sehe das von hier aus nicht. Ich, okay, dann obwohl, hier ist erstmal... Ja, warte. Tatsächlich. Okay. Kommst du da hin? Ja. Dann okay. Kann ich. Einfacher als gedacht. So, dann bist du jetzt da unten drin. So, dann haben wir hier... Ich bin hier oben. Mist. Jetzt funktioniert meine Geste nicht. Ich hab's X gefunden. Das ist hier drin. Noch ein Empfänger. Okay. Also wird das zum Schluss mit dem Laser ausgehen. Kannst du nochmal hingucken, bitte? Achso, da drin ist es. Okay, und da gegenüber ist auch irgendwie weiß. Ja. Und dafür brauchen wir Slash. Slash ist hier. Da stehe ich ausnahmsweise mal direkt daneben. Oh. Dann kann ich die jetzt zum Beispiel einsperren. Das klingt ebenfalls einfach. Och, schade. Leider hattest du noch keine Portale. Was machen wir denn jetzt? Doch, ich hatte eins beim Punkt. Ja gut, dann Escape, beenden unsere Downloadliste. Ja, ging ja schnell die Kammer. Kommen sie raus. Ach, da ist ja noch auf dem Boden eins, ein Empfänger, wo du gerade drüber gelaufen bist. Ja, und da oben drüber ist... Also hier könnte ich jetzt... Warte, kannst du... Mond. Ach, das ist ja jetzt Mond. Das hat jetzt was gemacht? Hat eine andere Lichtbrücke, ne? Es bringt uns jetzt zum Würfel, aber die Sache ist die, du kommst da jetzt nicht alleine hin. Hier ist auch gar nichts Weißes, außer wenn Dreieck mal... Ich komme da nicht hin, doch. Ich komme doch allein in die Mitte zurück. Du kommst bis zum Anfang, aber du kommst nicht auf die Mitte. Ach, ich alleine. Stimmt. Hätte ich da vorher sein können? Oder hätte ich da unten... Nee, da unten, wo du bist, komme ich nicht hin. Oh. Würfel. Wir hängen halt so viele Sachen zusammen. Das ist das Schlimme. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, sich zu merken, was wo was macht und dann noch in welcher Reihenfolge. Auf die andere Seite, aber bringt mir das was? Was haben wir denn hier? Hier ist ein Knopf. Stimmt, ich komme nicht mehr zurück. Ah, warte. Der macht das weg. Der macht doch hier oben irgendwas, oder nicht? Nee, der macht hier unten was. Der macht direkt hier vor der Nase das Feld weg. Okay. So. Das hier geht von oben anscheinend ja, weg. Ja, warte, da kann ich hier drauf stehen. So. Aber das macht gleichzeitig diese Fläche. Ja, du gehst durch, ich mach's wieder so und dann könntest du hochkommen, beziehungsweise ich könnte dich... Also wir könnten hier beide hoch. Oder du könntest zur Lichtbrücke rein. Ach, das ist ja auch nicht schlecht. Ach so, und dann kann ich... Wenn ich jetzt irgendwo... Hä? Hier rein. Jetzt? Ach so, ja gut, sonst hätte ich's... Ja. Aber wir gehen ja davon aus, dass uns das nichts hilft, wenn wir hier beide oben sind. Das hätten wir ja schon längst schaffen können. Ich überlege gerade, bringt es was, wenn wir
einen von uns inklusive aktiver Lichtbrücke runterbringen? Ich glaube nicht, ne? Jetzt da unten, ne? Ich meine, wenn du jetzt hier zum Beispiel die Lichtbrücke nimmst. Und du lässt mich runter. Genau, und ich lass dich dann runter. Kann ich dir, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, den gesamten Weg aufmachen? Ja, stimmt, wenn du hinterher kommst. Ja. So, jetzt mache ich dir da auf. Genau. Ja. So, jetzt schieße ich mein Portal da wieder und komme selber runter. Verliere dann meine Portale. Jetzt machst du mir den Grill weg. Mach dir den weg. Dann bist du hier unten und hast deine Portale noch. Ja, und hätte also die Brücke. Dein... Jetzt machen wir hier den Start wieder. Hier kann man ja auch nicht so wirklich was anschießen, oder? Mit Brücke. Ach Gott, das wie, hast du gut gemacht. Wie dämlich bin ich denn? Ich hab schon gut, irgendwie... dass du nicht du war. Ja, völlig andere Gedanken im Kopf gehabt gerade. So. Ja. Jetzt kann ich auch nur wieder hochgehen. Ach nee. Naja, nee. Bringt auch nichts. Guck mal, da kann ich sie hinsetzen. Toll, ne? Ach, warte mal. Da braucht man die hinterher wahrscheinlich sogar. Um hochzukommen. Ach so. Tatsächlich. Da geht's ja hoch. Ach, warte mal. Du hättest du nicht schon das Portal da drüben haben können, während ich dich hier runter gelotst habe und wir hätten jetzt darüber gekonnt? Da ist vergittert. Falls du da rauskommen willst. Nein, aber wir waren doch beide oben. Ja. Du hättest doch das Portal dahin machen können, um die Lichtbrücke hier wieder hinzubringen, damit wir hier drüber laufen können. Und wir hätten dich doch dann hier rausbringen können, ohne dass das Portal weggeht. Dann hätte ich jetzt rübergehen können, um auf dem Mondschalter zu stehen und du hättest da rüber gekonnt. Mit der Brücke. Ja, oder? Ja, doch. Dann müssen wir, glaube ich, nochmal beide hoch. Darf ich auch mal hier hoch? Na sicher. Viereckiger Raum. Ich bin am Ziel. Ich erfülle 33% der Gewinnbedingungen. Ja, ich auch. Okay, das war dann jetzt da drüben. So, jetzt ist doch... Aber wie kriege ich denn da... Hier, du schießt jetzt hier unten deine Lichtbrücke hin. Ja, da war's. Stimmt, da ist sie genau, auch schon. Genau, und jetzt bringen wir wieder, den Weg, den wir gerade gegangen sind. Okay. Ja, das sollte erstmal klappen. Das stimmt. Dann müssten wir einen Würfel haben. Auf den Knopf rauf? Ja, hab grad die falschen Tasten gedrückt. So. Okay. Muss er leider wieder neu schießen. Ich verliere zwar meine Portale, aber das dürfte jetzt nicht so wichtig sein. Ich verliere sie noch ein paar Mal. Ja, eben. Spätestens, wenn du da hinten durch den Grill wieder gehst und so. So, und jetzt können wir hier rüber. Ich bleib auch diesmal stehen. Ist das dein Ernst? Wo bist denn du da gerade? Ach so. Ich hab mir extra gemerkt, auf diesem Schalter stehen zu bleiben, ja? Wie viel Gedanken erwartest du denn noch von mir? So. So, jetzt gehe ich da rüber und mach dir die Lichtbrücke an. Halt, ich komm hinterher! Warum tust du das? Da fällst du doch eh nicht drauf rein. Ich dachte, ich mach dir ein bisschen Angst. So. So, das Spielchen. Ja. Gut, haben wir einen Würfel mehr. Was soll denn die Schräge hier? Wahrscheinlich, dass der Würfel vorne am Glas ist, damit sieht. Ja, dann hätte man es auch. Ach nee, hätte man nicht nach vorne setzen können, weil wahrscheinlich das Glas wieder als Element stört. Okay. Komme ich zurück. Mit Würfel. Okay, den brauchen wir als nächstes. Achso. Auf der anderen Seite. Für den Laser. Das heißt, wir dürfen das gleiche Spielchen nochmal machen. Nun nimmst du diesmal nicht ein Portal mit, sondern den Würfel. Wo aktivierten wir den Laser? Da drüben.
Das zeigt jetzt gerade auf den Strahl, aber gut, ich weiß schon ungefähr, wo ja, sorry, ich bin etwas begrenzt. Dann gehe ich jetzt mal hoch. Kommst denn du da überhaupt noch gescheit raus? Ja, sobald du mir wieder die Lichtbrücke hinmachst. Von oben, ne? Dann dürfte das eigentlich auch nicht mehr so weit entfernt sein, wenn ich das richtig sehe. Warte kurz. Hier unten ist X. Um da reinzukommen, braucht man Slash, Slash. Hatten wir Slash schon mal gesehen? Ja, Slash war der Knopf hier oben. Ich kann nochmal draufsteigen. Ach ja, stimmt. So. Da muss man eigentlich nur aufmachen und den Laser reinschießen, ne? Da muss man sich nicht drin aufhalten. Eventuell reinschießen, wieder raus. Kann man da, wo der Laser herkam, oder wo man ihn holt, könnte man da aus dem Portal raus? Das war im Hauptraum, ne? Könnte man nicht. Nee, den holt man oben, das war vergittert. Da würde man. Ach so, da würde man sowieso in die Suppe fallen wahrscheinlich. Ich habe nur gerade überlegt, ob man in den Raum reingeht und aus dem Portal, wo der Laser rauskommt, oder in das Portal. Nee, das klappt nicht. Nee, okay. Gut, ich überlege gerade. Dann wahrscheinlich nur einmal kurz hier oben stehen. Also, mein Gedankengang ist jetzt, wir machen jetzt das gleiche, was wir gerade eben mit der Brücke gemacht haben, noch mit dem Würfel, dann ist der Würfel da unten. Danach machen wir das gleiche nochmal, nur nicht mit der Brücke, sondern mit dem Laser. Und dann steht einer oben, der andere macht den Laser hier ran. Ich komme da jetzt nicht so schnell mit, ich kann das auch schlecht. Ich könnte zwar aus deiner Sicht gucken, aber da bin ich immer zu spät dran. Okay, dann guck jetzt durch meine Sicht. Ja. Ja, dann kommen wir nochmal einmal hier runter und statt die Lichtbrücke hat dann einer den Laser dabei. Oh, warte. Und der andere die Lichtbrücke. Nee, das klappt ja gar nicht. Mach mal erstmal den Würfel unten rein. Das ist auf jeden Fall schon mal... Gut, dann komme ich jetzt hier hoch. Naja, du musst auch wieder oben lang, genau. Ich muss in... Dann ist halt bloß die Frage, ob wir den Würfel vorher woanders brauchen oder ob er schon da liegen bleiben darf, wo er den Laser aktiviert. So, jetzt müsstest du mir nur mal den Grill wegmachen. Genau. Also wir... Oh, das war aber knapp. Entschuldigung. Also wir legen ihn mal hier rein und wenn wir später feststellen, wir bräuchten ihn woanders. Achso, jetzt könnte ich eigentlich nochmal hochkommen und den Laser holen, ne? Oder du holst ihn? Okay. Ich hole ihn. Dann muss... So, jetzt musst du mich hier runterlotsen. Wir können, ja, genau. Aber wir können nicht beides holen. Also Brücke ist... Ach, warte! Es geht ja gar die nicht. Brücke kann man, die Brücke kann man von oben holen. Ach, warte, du brauchst mich unten, ne? Nee, warte, ich kann dich hochholen. Du musst mich erstmal hochholen, bevor du den Laser holst, genau. Oder ich hol den Laser, wie auch immer. Einer spielt jetzt oben und einer spielt jetzt unten. Wenn ich das richtig sehe. Ja, das Blöde ist... Welche Rolle willst du? Willst du oben oder willst du unten? Unten mit Laser, nehme ich an, ne? Unten mit Laser, oben als Navigator. So, Frage beantwortet. Okay, also bleibst du oben. Ich denke unten mit Laser. Ja, jetzt geh. So, dann bringe ich dich erstmal da runter. Wobei ich jetzt dann schon... Dann komme ich jetzt... Ah, du kommst nochmal mit, ja? Ja. Okay. Ja, erstmal, dass wir beide in der Mitte sind. Aber das mit der Brücke wird jetzt nichts. Nee, das mache ich gleich. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder beide in die Mitte, ne? Genau. Schon wieder den Punkt vergessen, Mann. Ich bleib stehen. Versprochen. So, jetzt bleibst du hier unten. Und jetzt navigiere ich dich von oben. Glaube ich. Ja, doch. Das müsste so klappen, wie ich es im Kopf habe. So, ich hole die Brücke. Dann mache ich dir die Brücke. Das ging, glaube ich, so. Ja. Dann gehe ich auf den Knopf, um den Punkt umzudrehen. Und dann komme ich da durch. Ha. Genau. So. Jetzt machst du mir auf, dass ich das X treffen kann. Bist du da oben gerade? Achso, andere Seite. Nee, ich glaube, du musst zurück. Ja.
Da unten rechts. Du bist jetzt über mir, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Da auf den. So, jetzt kann ich hier treffen. Jetzt, ich guck nochmal kurz. Genau, hier war vergittert, wo der Laser herkam. Da wäre ich da oben wieder. Aua. Das Problem jetzt müssen wir die ist... Ja, du kannst jetzt einfach in der Mitte wieder hoch. Ja, wie komme ich denn in die Mitte? Hier ist ja jetzt der Grill, den ich logischerweise nicht mehr treffe. Ach ja, stimmt, stimmt. Du darfst ja da nicht durch. Es gibt aber noch... Warte mal, es gibt noch den hier. Achso, dann kann ich dich jetzt mit Portal hochholen. Wie war der Trick? Wie war der Trick? Ja, ja, aber du kannst mich nur so lange hochholen, wie der Laser trifft. Das war nämlich das Problem. Das heißt, du musst vielleicht runterkommen und... Guck mal hoch, guck mal hoch. Nicht. Das ist vergittert. Ja, ja. Wir müssen hier irgendein Portal vorbereiten, würde ich sagen. Das ist ja blöd. Ich glaube, der Laser muss wechseln. Nee, warte. Kann ich hier runter? Komm du doch mal jetzt über... Kannst du das Portal treffen eigentlich? Ja. Ja, ich glaube, ich weiß wie. So, du gehst jetzt einmal hoch. Ich komme hier nicht durch. Warte doch jetzt. Du gehst hoch und machst mir auf. Und du präparierst dein Portal, ne? Und du wirst dann der Laser, so hab ich's jetzt gedacht. Nee, oder du machst da drin, genau, na klar. Ich überleg nur gerade, die Verbindung nach oben oder die Verbindung nach hier unten? Wobei, die ist ja dann auch weg. Du kannst... Ah doch, genau, mach mal jetzt das Rote, da wo mein... Genau, da das Rote jetzt. So, du kommst jetzt hier wieder hoch. Kann ich das, den Laser jetzt da reinschicken? Genau, du holst jetzt nämlich den Laser. Das ist nur die Frage. Also, dann könnten ja... Wir könnten jetzt auf meine Portale verzichten, ja? Also, ich mache jetzt wieder den Vorreiter sozusagen. Wieso Vorreiter? Fertig. Ach so, wir sind ja schon oben. Ach, das war jetzt aber einfach zum Schluss. Ich dachte, es wird gerade nochmal kompliziert. Okay. Ist trotzdem kompliziert, das ganze Ding. Wir haben es jetzt glücklicherweise relativ schnell geschafft. Ja. In 22:22 haben wir es abgeschlossen. Da war der Daumen sogar schon mal oben. Bei dir auch? Ja, bei mir auch. Und zwar lag es daran, eventuell auch, dass wir so schnell durchgekommen sind. Ich habe die schon tatsächlich einmal abgeschlossen. Das war die, die ich meinte. Ja. Ich habe die... ohne Scheiß, mit 4 Leuten angespielt. Mit der 4. Person habe ich es geschafft, sie durchzuspielen. Die erste war halt Spielsatz-Fail. Wir hatten es an dem Tag echt nicht hingekriegt. Ich glaube, wir hatten aber auch dann den Nerv nicht mehr dazu gehabt. Irgendwie sowas war da. Moment mal. Wann habe ich sie denn dann durchgespielt und mit wem? Das kann ich dir nicht sagen. Aber wir hatten sie nicht durchgespielt. Sicher? Sicher. Da bleiben bei mir aber auch nicht mehr so viele Möglichkeiten übrig. Schade, ich habe gedacht, ich hätte die Ehre der 4. Person gehabt. Naja. Du warst die Ehre der 1. Person. Ist auch was. Und deswegen kann sein, dass was hängen geblieben ist. Möglich, ich weiß es nicht. Spontan hatte ich jetzt keine Lösung im Kopf. Ich habe mir das jetzt trotzdem noch selber zusammengereimt. Aber vielleicht war es halt jetzt einfacher, weil ich das schon mal gespielt hatte. Das kann natürlich sein. Also mir geht jetzt... Oder wir sind einfach besser geworden. Ah, ich hab grad was anderes überlegt. Der Punkt zwischendurch, das war der Knopf in dem Ausgangsraum oben, ne? Wo du mir die Fläche gemacht hast für den Laser. Das hatte ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ja, da hast du dich drauf gestellt. Ich habe nämlich gerade überlegt, wofür war dieser Knopf da oben, aber das war die Fläche für die weiße Fläche, um den Laser da rauskommen zu lassen, genau. Genau. Ja. Aber um jetzt mal auf die Kammer selber zu kommen, du darfst gerne was über die Kammer sagen. Ich finde sie auch vom Aufbau schön, also von der Ästhetik, dass es so ein großer Raum ist, den man, wo man an allen Seiten oder an fast allen Seiten so reinschlüpft, also oben, unten, rechts, links so ein bisschen. Und ja, wie gesagt, insgesamt ist es für mich eine schwere Kammer, allein deswegen, weil man sich, und das kann ich nicht so gut, weil man sich merken muss, was an welcher Stelle was macht und man muss sich das erstmal alles gleichzeitig merken, weil man findet so diese ganzen Puzzleteile und ich muss eigentlich erstmal Ewigkeiten durch so eine Kammer durchlaufen, bis ich die irgendwie so ein bisschen auswendig kenne, um sagen zu können, ach hier war das
und das war da und dann muss ich wieder dahin. Das ist schon mal mein erstes Problem. Und dann kommt ja erst das richtige Problem, dass man diese Spots nicht so richtig erreicht, dass dann immer ein Grill dazwischen ist und man wieder überlegen muss, Moment, wo muss ich denn jetzt wieder den anderen draufstehen haben, damit ich durch den Grill oder was muss ich, wo muss ich den Laser hinschicken, damit ich durch den Grill, der dann nicht mehr vorhanden ist, durchgehen kann und meine Portale behalte. Also das hat es in sich. Deshalb harte Nummer, aber hat den Daumen hoch verdient. Ja. Also ich fand sie auch vom Aufbau her sah sie aus. Sie sah, sah sie aus? Dein Ton ist gerade nicht angekommen. Sie sah aus. Sie sah aus, genau. Nee, sie sah gut aus. Sie sah sehr, sehr schön aus. Okay. Sie war sehr symmetrisch. Es gibt jetzt nur eine einzige Sache. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Ich hatte sie aber angesprochen gehabt. Da war eine Stelle, ein kleiner Glaskasten, direkt über dem Eingang, wo wir reingelaufen sind. Direkt da oben drüber. Das war nur ein Panel. Da waren zwei Laser und ein Empfänger drin. Das sah aus wie ein OR-Gate. Ne, wie ein selbstgebasteltes OR-Gate. Das ist quasi egal, auf welchen Knopf du gehst, der Laser, der da aktiviert wird, aktiviert dasselbe. Ja, so sah das zumindest aus, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwann mal irgendwo drauf waren oder auf zwei verschiedenen Knöpfen waren, die dasselbe ausgelöst haben. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ich habe die Stelle nicht so zur Kenntnis genommen. Also ich glaube, ich weiß ungefähr, was du meinst. Vielleicht irre ich mich auch. Nee, also ich sag eher nein. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irritiert mich gerade, dass ich nicht weiß, was das gemacht hat. Aber ansonsten fand ich die Kammer sehr schön. Ich würde sie eher unter schwer einstufen, wenn ich allein schon bedenke, dass trotz Vorwissen beider Personen, wenn auch nur halbes, wir immer noch über 20 Minuten gebraucht haben. Und wenn ich bedenke, wie viele Anläufe ich schon hinter mir habe in dieser Kammer. Ja. Hat definitiv ausgereicht. Daumen hoch verdient. Mhm. Genau, und wenn wir dann erstmal in eine Hakuna Matata kommen, die wir beide nicht kennen, dann haben wir die Stunde voll. Und bis dahin sagen wir tschüss. Auf Wiedersehen. Es war nett, dass Sie zugeguckt haben. Ich hätte fast schon Stopp gedrückt. Also, bye bye. Bye bye.